Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind gerade noch in der Valianischen Handelsgesellschaft, aber nicht mehr lange. Denn wir wollen in den Schlund jetzt. Zum einen, weil wir dort Palaginas Freund suchen wollen. Zum anderen aber auch, weil wir uns bei der verrückten Morina melden wollen, wegen der anderen Quest. Jo. Das heißt, wir verlassen die Valianische Handelsgesellschaft durch die Haustüre. Hat der Aufseher hier was Besonderes zu sagen? Nein. Das heißt, wir verlassen erstmal die Valianische Handelsgesellschaft, wenn uns das laden lässt. Und dann geht's weiter in den Schlund. Ja, der Ladebalken bewegt sich. Oh, da ist der Mauszeiger. Yay. Jetzt fehlt nur noch das Bild. Ja, die Ladezeiten in Pillars of Eternity sind noch so ein Fall für sich. Wobei ich auch immer noch das Gefühl habe, dass mein Aufnahmeprogramm mit dran schuld ist. So, der schnellste Ausgang ist die Straße nach Osten. Geben wir dafür mal ein bisschen Speed. Schlund. Gibt es da zufällig... Suche ihm noch nach Giacolo. Ah, ins Loch also. Okay. Das Loch. Ja, im Schlund gibt's das Loch. Jetzt haben wir die große Ladeanzeige. Das kann dann auch noch mal eine Weile dauern. Ja. So, wir sind im Loch. See? Boss was right. We found it. By the cursed seas, I'll throw you down there myself, if you do not hush right now. Worüber redet ihr da? So, need something? Ja. Brauchst du was? Hast du einen Mann namens Giacolo gesehen? Lots of folks come through the hole, fresh face. Have a look around for yourself, yeah? Hey, im Loch versammeln sich jeden Tag unzählige Leute Frischgesicht. Schau dich doch mal einfach selbst um. Selbst nach ihm um. Wie wäre es damit? Ja, leb wohl. Ein Xaurib, ein ladenloser Imp und ein Pirat.
Klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes. Ja, Piraten und Verbrecher. Da ist unsere Ogerin. Ja, und hier hinten hier war damals die Versammlung von den beiden Familien. Ach, darum muss ich mich ja auch noch kümmern. Also hier unten scheint nur ein V-Trakt zu sein. Hi. Ja. Was man nicht so alles in den Schlund lässt, ey. Das hier könnte sein Zimmer sein. Sieht vollkommen danach aus. Oh no. This does not look good. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Palegina betrachtet das Chaos in dem Raum mit geweiteten Augen. Why would someone do this to Jocolo's work? I thought Anamansus was safe here in the dead fire. Ja, aber nicht im Schlund, Palegina. Warum sollte das jemand Jocolo's Werk antun wollen? Ich dachte, die Beseder wären hier im Todesfeuer sicher. Even in a place this vile, someone must have heard or seen something. We should ask the owner if they know what happened. Selbst an einem so üblen Ort wie diesem muss doch jemand etwas gehört oder gesehen haben. Wir sollten den Eigentümer fragen, ob er weiß, was hier passiert ist. Natürlich, wir werden Jacolo finden, keine Sorge. Ich hoffe es, Agressima. Ja, der hat zu viel über den Durst gesoffen. Die sehen auch nicht alles so aus, als ob sie was wüssten. Und die Mannschaft hier müsste jetzt auch weg sein, ja. Weil darum hatten wir uns ja auch schon gekümmert. Und ja, ich spiele zwar im Expertenmodus, aber eigentlich hätte ich liebend gerne doch eine. Brauchst du was? Was ist denn... Das ist denn bloß in Jacolos Zimmer passiert. Sein Zimmer ist ein einziges Durcheinander. Ich kann nicht sagen, ich kenne einen Jacolo, Freshface, aber wenn du meinst, den Typ mit all dem fancy und schmancy Equipment, ein paar Piraten burst in hier und dragged ihn right out. Ich kann nicht behaupten, jemand zu kennen, der Jacolo heißt, frisch Gesicht, aber wenn du diesen Kerl mit der schrecklich angeberischen Ausrüstung meinst, nur ein paar Piraten sind eingestopft und haben ihn rausgezerrt. Now, the hole's no high society tea house, but that's still some of the weirdest shit I ever seen go down here. See, the pirates, every one of them was godlike. Okay. Nun ja, also so das Loch ist wirklich nicht der geeignete Ort für die feine Teegesellschaft. Das allerdings ist jetzt wirklich die seltsamste Scheiße, die dort jemals abgegangen ist. Sieh mal, diese Piraten, jeder von ihnen war ein Gottgleicher. No doubt they hauled him through the narrows. Heard him hollering the whole way. Poor guy. Sie haben ihn ganz bestimmt durch die Enge gebracht. Ich habe sein Gefühl, habe sein Gebrüll die ganze Zeit nur so deutlich gehört, der arme Kerl. Ja. Ich habe Jacolos Zimmer durchwühlt vorgefunden. Fiona, die Wirtin des Lochs, weiß vielleicht, was passiert ist. Sie sollte sie nach Jacolo fragen. Fiona hat gesehen, wie die Piraten Jacolo in Richtung der Enge schleppten. Sie hält es für wahrscheinlich, dass sie zur ihn zur Graberstraße bringen. Ja. Manchmal wäre es wirklich gut, wenn wir einen Sitz in der im Zirkel der Prinzipie hätten. Da müssten wir nur mit unserem Anhängerchen wedeln und sagen, ihr sollt verschwinden. Wenn sie sich nicht daran halten, dann werden sie trotzdem abgewurkst. Hey, es gibt mal ein bisschen Sonnenlicht hier unten. Also rüber zur Enge. I'm here. I'm here. I'm here.
Ich finde es lustig, wie Fenris Laufanimation eigentlich schneller ist, als er wirklich läuft. At once. So, Graberstraße. Ich könnte auch mal wieder zu Direos Versteck gehen. Mal gucken, ob er uns was Neues zu sagen hat. Am besten erwähnst du Okaizo bei niemandem. Ja, wir haben es ständig mit Okaizo. Tag, Direo. What do you require? Was brauchst du, Direo? Er nimmt sich vor, seine Beinschienen quietschen. Ja, leb wohl. Also es ist nichts Neues hier. Hm? So, zum Schlund gehen. Ups, das war falsch. Ich wollte zur Graberstraße. Ah. Oh, das hat wenigstens schnell geladen. Zur Graberstraße gehen, bitte. Ich glaube nämlich nicht, dass ich die Enge weiter noch erkunden müsste. Gibt ja nur zwei interessante Orte, nämlich die Reos Versteck und die Graberstraße. So, aber wo in der Graberstraße könnten sie sein? Die nächste Frage ist, wer hat noch interessantes Zeug zu verkaufen? Ja. Was haben wir denn? Grabeeintopf. Ich nehme mal dein Fleisch. Und dein Gemüse. Dein Salz nehme ich und deine Gewürze. Ach, wenn ich schon dabei bin, nehme ich auch dein Brecheisen und deine Zundersteine. Austern und Silberflossen und Enterhaken. Und mehr brauche ich nicht. Oh, Kit des Diebes, das kommt noch mit. Dankeschön. Auch wenn Diebeskits nicht billig sind, ich hätte sie trotzdem gern dabei. Hm, absolut. Hier sind jede Menge Halsabschneider. Und da oben war die Gasse. Was war mit dir nochmal? Ja, der schweigt nur. In der Allee wird, die Allee wird immer schmaler und endet in einer Sackgasse, ja. Das war ein Händler. Schwerter und Schilde, was hatte sie nochmal alles? Und vor allem, was hatte er alles nochmal? Vor allem ist er pisst. Yes? Gibt es was, was ich dir beschaffen kann? Sag es mir leise. Ja. Of course. Gararikyras. Hm. Legendär, Garari-Haut. Hm. Nicht unbedingt. Das sind nur gute und außergewöhnlich, ein paar außergewöhnliche Bögen, ansonsten nichts. Ein paar Böller, dein Schwarzpulver nehme ich dir jedoch gerne ab. Edith, ich ja auch, die rote Hand. Ah. Außergewöhnlich ist sie schon mal von Anfang an. Vorher zwei Schüsse hat, bevor nachgeladen werden muss. Verringerte Reichweite. 1% Schaden ausgeteilt und Empfang bei Tötung bis zur Ruhephase. Das klingt... Das ist eine sehr coole Waffe. Hat eine Reichweite von 8 Metern, was okay ist eigentlich. Gib sie her.
Dankeschön. Doppelschuss, zerstöre ein Gefäß einer niedrigen Stufe beim zweiten aufeinanderfolgenden Treffer. Zählingsschnecken. Im Umkreis von 4 Meter wird das Ziel beim erzielten Treffer zurückgeschlagen. Unbelastete Seele. Ein Schaden ausgeteilt bei Tötung bis zur Ruhephase. Schuldgefühl.